Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr geehrte Sachverständige, sehr verehrte Vertreter der Bundesregierung, ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserer öffentlichen Anhörung hier im Ausschuss für Gesundheit, die wir wie in den vergangenen Wochen als eine Mischung aus Präsenzsitzung und Online-Meeting durchführen. Die Abgeordneten sind hier im Raum, die Sachverständigen sind online zugeschaltet. Ich darf die Sachverständigen bitten, sich mit Namen anzumelden, damit das eindeutig zu verifizieren ist, wer also an dieser Konferenz teilnimmt. Und wenn Sie nicht reden, dass dann das Mikrofon stumm geschaltet ist. Im Saal bitte ich die Abgeordneten, sich mit ihren Endgeräten einzuwählen und diese Geräte stumm zu schalten. Ihre Fragen stellen Sie über die Tischmikrofone. Das also zum allgemeinen Verfahren. Wir beschäftigen uns heute mit einem Antrag der Fraktion Die Linke, unabhängige Patientenberatung Deutschland, Gemeinnützigkeit und Unabhängigkeit wiederherstellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Die Linke ist der Auffassung, dass sich mit der Vergabe der unabhängigen Patientenberatung Deutschlands an eine private, kommerziell arbeitende Trägergesellschaft im Jahr 2015 die Reputation der UPD deutlich verschlechtert hat und Beratungsqualität und Kompetenz zurückgegangen sind. Durch die turnusgemäße öffentliche Ausschreibung und einen damit verbundenen Wechsel der Träger gehe Wissen und Erfahrung verloren. In den Hintergrund gerückt ist nach Auffassung der Linken auch die Aufgabe, die aus der UPD-Beratungstätigkeit gewonnenen Erkenntnisse über Mängel und Schwächen im deutschen Gesundheitssystem zu identifizieren und als Anstoß für Verbesserungen zu nutzen. Deshalb fordert Die Linke, Gemeinnützigkeit und Unabhängigkeit der UPD wiederherzustellen. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion mit unseren Sachverständigen und den dazugehörigen Fragen. Bevor wir beginnen, will ich noch einmal einige Anmerkungen zum Verlauf der Sitzung machen. Für die Anhörung stehen uns 60 Minuten zur Verfügung. In dieser Zeit werden die Fraktionen ihre Fragen abwechselnd in einer festen Reihenfolge an die Sachverständigen stellen. Die Reihenfolge orientiert sich an der Stärke der Fraktionen. Es wird immer eine Frage an einen Sachverständigen oder Sachverständige gestellt. Nach genau 60 Minuten werde ich die Anhörung schließen. Ich darf darum bitten, die einzelnen Wortbeiträge möglichst kurz zu halten, damit in dieser Zeit viele Fragen gestellt werden können und auch viele Sachverständige zu Wort kommen. Ich bitte die aufgerufenen Sachverständigen bei der Beantwortung, das Mikrofon einzuschalten und Name und Verband zu benennen, damit das also anschließend bei der Protokollierung einfacher ist und dass auch die Zuhörer identifizieren können, wer die Fragen beantwortet hat. Den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme abgegeben haben, danke ich an dieser Stelle ganz besonders. Ich weise darauf hin, dass also das Nutzen der Mobiltelefone untersagt ist und hören wir ein Klingeln, kostet das 5 €. Ich weise noch mal darauf hin, dass die Anhörung digital aufgezeichnet und im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Außerdem können Sie die Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufen. Das Wortprotokoll der Anhörung wird auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Das sind die Formalitäten. Und die erste Frage stellt die CDU-CSU-Fraktion Michael Henrich. Ich möchte mich zunächst bei den Sachverständigen ganz herzlich dafür bedanken, dass sie für dieses ungewöhnliche Format zur Verfügung stehen. Wir freuen uns schon auch wieder auf ein Stück Normalität, weil auch
die vielen Gespräche am Rande einer solchen Anhörung für uns sehr, sehr wertvoll sind. Aber wie gesagt, nochmal herzliches Dankeschön, dass Sie heute teilnehmen. Ich würde die erste Frage gern an den Herrn Professor Franke, Mitglied im Beirat der UPD, richten. Und mich würde einfach interessieren, wie Sie die Arbeit der UPD momentan bewerten. Herr Professor Dr. Franke, Sie haben das Wort. Dankeschön. Robert Franke, Universität Bremen, Mitglied, wissenschaftliches Mitglied des Beirats. Den aktuellen Stand der Arbeit der UPD würde ich positiv beurteilen, wobei durchaus zu beachten ist, dass durch den Trägerwechsel eine gewisse Schwierigkeit in der Übergangsphase eingetreten ist. Geht es mit dem Verstehen? Schwierig. Vielleicht beginnen Sie noch mal mit der Beantwortung von vorne. Wir haben also bis jetzt relativ wenig verstanden. Liegt das Problem bei mir oder am System? Ja. Ich stelle mich noch einmal vor. Ist es besser jetzt? Ja. Ja. Also, Robert Franke, Universität Bremen, Mitglied Beirats nach § 65. Als wissenschaftliches Mitglied. Kann man das? Es besteht die Möglichkeit, dass das Problem hier bei uns im Raum liegt. Können Sie mal. Jetzt können Sie vielleicht noch mal neu starten, weil wir die Technik jetzt hier im Saal im Griff haben. Ja. Robert Franke, Universität Bremen, wissenschaftliches Mitglied im Beirat nach § 65b SGB V. Die Frage, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, lautete, wie ich die Arbeit der UPD derzeit beurteile. Die Antwort in kurzen Zügen: Nach Startschwierigkeiten und Übergangsschwierigkeiten, die sich aus dem Trägerwechsel ergeben, wohl stets ergeben werden, hat die UPD einen derzeit sehr guten, sehr flexiblen, sehr anpassungsfähigen und im Großen und Ganzen qualitativ sehr guten Lauf. Man kann es einmal an den Fallzahlen zeigen, die in Corona-Zeiten relativ kurzfristig relevant erhöht werden konnten. Man kann es an der juristischen Beratung zeigen, die sich im Patientenmonitor niederschlägt, wo ein Thema aufgegriffen wurde, das Eingeweihten lange bekannt ist, aber der Öffentlichkeit nicht, nämlich die unzureichende Bearbeitung von Widerspruchsverfahren durch die Krankenkassen, die gleichsam auf softe Weise erledigt werden. Das ist zum ersten Mal dort sichtbar geworden und zeigt eine Facette einer sehr guten juristischen Arbeit. Im medizinischen Bereich gab es Startschwierigkeiten durch das Personal, das nicht in der auf die Patientenberatung und die evidenzbasierte Medizin ausreichend vorbereitete Arbeitsgrundlagen zurückgreifen musste. Inzwischen ist dieser Prozess zu einem großen Teil korrigiert worden.
oder befindet sich im Prozess der Korrektur. Wichtig ist mir vielleicht als letztes hervorzuheben, wie viel Zeit ich verbraucht habe von den 3 Minuten. Wichtig ist mir, eines zu betonen. Ich kenne keine Organisation, die einer solchen starken, detailumfassenden, durch mehrere Institutionen getragenen Kontrolle unterworfen ist, wie diese UPD. Sie ist zwar eine privatrechtlich organisierte, von einer Kapitalgesellschaft getragene, gemeinnützige GmbH, aber die vertraglichen Unabhängigkeitsstrukturen und die Überprüfung auf deren Umsetzung durch einen Auditor und eine Auditorin, durch eine wissenschaftliche Begleitung der Firma Prognos, ein großes Projekt mit mehreren Mitarbeitern, und durch den wissenschaftlichen Beirat führen zu einer sehr effektiven Kontrolle. Wir wissen praktisch alles, was man wissen möchte, oder fast alles, was man wissen kann. Und diese Kontrolle wird auch ausgeübt. Und das führt dazu, und gleichzeitig würde man sagen, bleibt die UPD flexibel und anpassungsfähig und operiert schnell am Markt. Stichwort Corona. Vielleicht belasse ich es dabei. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Dittmar von der SPD-Fraktion. Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Einzelsachverständige Frau Professor Dr. Dirks. Frau Professor Dirks, wie schätzen Sie aktuell die Qualität der Beratung auch im Vergleich zur Vergangenheit ein? Und was sollte eine unabhängige Patientenberatung in Deutschland leisten können? Welche Unterstützungsangebote braucht es neben der telefonischen Beratung und der Präsenzberatung eventuell noch? Frau Professor Dr. Dirks, Sie haben das Wort. Frau Dr. Dirks, ich glaube, Sie müssen das Mikrofon einschalten. Klar. So, jetzt hören Sie mich? Jetzt hören wir Sie. Ja. Professor Dirks von der Medizinischen Hochschule Hannover, Einzelsachverständige hier. Ich war mehrere Jahre Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der alten UPD und freue mich, dass ich hier einige meiner Überlegungen sagen darf. Zu der Frage, wie schätze ich aktuell die Qualität ein? Ich kann wenig wirklich zu der inhaltlichen Qualität sagen. Ich habe weder dort angerufen, um das zu überprüfen. Ich beziehe mich auf die Unterlagen, die öffentlich zugänglich sind. Und was mir aufgefallen ist dabei ist, wir haben ja, als diese neue UPD begonnen hat, ein Versprechen bekommen, man wolle 200.000 Beratungen im Jahr durchführen. Das ist beileibe nicht geglückt, aus unterschiedlichen Gründen, über die man sicherlich diskutieren kann. Vielleicht liegt es an dem Marketing, vielleicht liegt es auch an der Frage, wie komme ich eigentlich in die Region? Und damit komme ich zum zweiten Teil Ihrer Frage. Wie muss unabhängige Patientenberatung aus meiner Perspektive organisiert sein? Ich denke, nur digital und nur telefonisch, das ist nicht das Zentrale, sondern wir brauchen gerade für die vulnerablen Zielgruppen in dieser Gesellschaft Menschen, die eben nicht so digital affin sind, Menschen, die der deutschen Sprache nicht ganz so mächtig sind. Für die brauchen wir Angebote, die auch vor Ort stattfinden. Und ich war doch ein bisschen erschrocken, als ich gesehen habe, dass gerade die Beratungen für Menschen, die nicht die deutsche Muttersprache haben, deutlich zurückgegangen sind, auch im Vergleich zu dem, was die alte UPD gemacht hat. Auch das, was wir an persönlichen Beratungen sehen, ist deutlich zurückgegangen. Das ist etwas, was ich mir von einer unabhängigen Patientenberatung sehr, sehr wünsche. Ich habe dem Vorredner, Herrn Professor Franke, sehr aufmerksam zugehört. Ich glaube auch nicht, dass die Beraterinnen und Berater schlechte Qualität abliefern. Ich gehe sehr davon aus, dass sie sich viel Mühe geben. Und Herr Franke hat auch schon betont, wie stark doch die Kontrollmechanismen in der aktuellen UPD sind. Das Problem ist doch der Webfehler, der insgesamt dort integriert ist, nämlich, dass die Auswahl dieses Betreibers
den gesetzlichen Krankenkassen zu übertragen, die ja auch selbst Teil von möglichen Konflikten sind. Ich glaube, das zu kommunizieren und zu transportieren hat auch zu den Problemen in Bezug auf die Reputation beigetragen. Und vielleicht ein letzter Gedanke. Ab und zu halte ich vor Kolleginnen und Kollegen im europäischen Ausland Vorträge über die Patientensituation. Wenn ich darüber spreche, dass wir eine unabhängige Patientenberatung haben, bekommen wir erstmal sehr viel Lob. Wenn dann nach der Finanzierung gefragt wird, höre ich ein etwas ironisches, nicht Gelächter, aber sehe ich ein ironisches Lächeln. Ich glaube, wir müssen uns sehr klar darüber sein, dass wie wir in Zukunft die OPD aufstellen wollen. Und mein Plädoyer geht ganz stark in die Richtung, dass wir eine Verstetigung brauchen, aber in der Weise, dass diese Institution auch unabhängig von den Akteuren des Systems agieren kann und wir eine neue Finanzierungs- und auch eine neue Aufsichtsstruktur brauchen. Vielen Dank. Herr Spangenberg von der Fraktion AfD. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Andreas Heimer von der Prognos AG. Widerspricht jetzt ein bisschen dem, was wir eben gehört haben, aber die Frage stelle ich trotzdem mal. Die Prognos AG hat sowohl die aktuelle vierte Förderphase der unabhängigen Patientenberatung als auch frühere Förderphasen der UPD evaluiert. Zu welchem Ergebnis kommen Sie, auch unter Berücksichtigung der deutlichen Erhöhung der zur Verfügung stehenden Mittel, beim Vergleich der Leistungen früherer Förderphasen mit der aktuellen vierten Förderphase? Haben Sie vielleicht Beispiele für die Auswirkungen der Erhöhung für Ihre Arbeit, die die Fördermittelerhöhung ausgemacht haben? Vielen Dank. Herr Heimer, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Andreas Heimer von der Prognos AG. Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, weil die OPD anders funktioniert und auch die Leistungsbeschreibung eine andere ist, die frühere OPD gerecht wurde oder werden sollte und der die jetzige OPD gerecht wird. Wenn Sie sich die Leistungsbeschreibung anschauen, auf die Sanvate sich beworben hat, lesen Sie, solche Akzentuierungen, dass die telefonische Beratung Vorrang haben soll, dass eine Vor-Ort-Beratung nach einer telefonischen Erstberatung geleistet werden soll. Alles das sind Rahmenbedingungen, auf die Sanvatis ein Konzept abgegeben hat, die in der Form in der früheren OPD nicht vorgegeben haben. Von daher sind, finde ich, viele Aspekte, die man jetzt der jetzigen OPD, ich sag mal, zu Last legt oder die man diskutiert, die man ja auch wirklich politisch diskutieren muss, das ist ja auch richtig, sind aber auch dem Umstand geschuldet, dass das Leistungsportfolio sich verändert hat. Und ich frage mich ehrlich, wie eine Organisation das eigentlich hinbekommen soll, auf der einen Seite eine gute telefonische Erreichbarkeit und diesen wichtigen Kanal in optimaler Ausstattung anzubieten und auf der gleichen Seite aber auch regional so verankert zu sein, dass sie sichtbar ist, ansprechbar ist und Zugang hat zu vulnerablen Zielgruppen in der Fläche. Für mich sind das ein bisschen die Quadratur des Kreises. Und ich glaube, da muss man sich auch darüber Gedanken machen, wie man das besser priorisiert in der Zukunft. Die Bewertung noch, ich kann das nicht eindeutig bewerten. Es ist vor allem auch so, dass die jetzige OPD sehr viel mehr Geld zur Verfügung hat. Ist ja auch die Frage, wie das alte Organisationsmodell mit diesem Mehr an Budget umgegangen wäre, ob es dann auch eine bessere telefonische Erreichbarkeit gegeben hätte. Von daher ist das alles sehr, sehr hypothetisch. Die Rahmenbedingungen haben sich einfach geändert. Man kann feststellen, dass die OPD, die jetzige, mit einem sehr großen Leistungsversprechen ins Rennen gegangen ist und auf der Grundlage ja auch den Zuschlag bekommen hat, was zum Beispiel die Beratungszahlen, wie Frau Dirks das anspricht, angeht. Die Beratungszahlen wurden deutlich erhöht, aber erreichen nicht das versprochene Ziel. Und so gibt es an einigen Stellen, das haben wir in unserem Zwischenbericht dargelegt, Punkte, wo das Leistungsversprechen einfach nicht erfüllt werden konnte bisher. Bei der alten UPD war das aber auch an vielen Stellen so. Es gab einen sehr langen Entwicklungsprozess, um vor allem auch Qualität hinzubekommen. Es gab Steuerungsprobleme in der Organisationsstruktur, auf jeden Fall in der Phase, die wir evaluiert haben. Die waren eklatant.
Das sind Dinge, die die jetzige OPD durchaus gut und im Sinne der Leistungsbeschreibung gelöst hat. So viel vielleicht für den Moment. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Michael Henrich von der CDU-CSU-Fraktion. Ich würde meine Frage an den Geschäftsführer der OPD, den Herrn Torben Grumwiede, richten. Und zwar können Sie uns einfach mal kurz einen Überblick über die aktuellen Daten, Zahlen und Fakten über die Beratungstätigkeit der OPD geben. Herr Grumwiede, Sie haben das Wort. Torben Krummwieder, Geschäftsführer der Unabhängigen Patientenberatung. Gern möchte ich auf diese Frage eingehen. Wir haben beispielsweise im letzten Jahr rund 130.000 Beratungen gezählt. Im Jahr davor waren es auch eine ähnliche Größenordnung. Im Jahr davor rund 155.000 Beratungen, also eine große Anzahl. Wenn man sich die Beratungen inhaltlich anschaut, dann machen die rechtlichen, sozialrechtlichen Beratungen rund 2/3 der Beratungen aus. Das heißt, es ist ein hoher Anteil. Das zeigt auch gleichzeitig, dass die Ratsuchenden der Beratung vertrauen und mit den Themen zu uns kommen, obwohl die Finanzierung aus dem Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung bzw. der privaten Krankenversicherung erfolgt. Die großen Beratungsthemen in den letzten Jahren sind gleich geblieben. Da gab es keine großen Änderungen. Das ist zum einen das Thema Krankengeld mit verschiedenen Detailthemen. Ein weiteres großes Themenfeld, Herr Professor Frank hatte schon angesprochen, ist beispielsweise das Thema Widersprüche und der Umgang der Krankenkassen mit diesem Thema. Das ist ein Thema, was wir seit knapp 3 Jahren auch regelmäßig im Monitor darstellen und freuen uns, dass es im Sinne der Versicherten, im Sinne der Ratsuchenden jetzt auch immer stärker in den Blickpunkt rückt und auch die Patientenbeauftragte der Bundesregierung dieses Thema jetzt im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Monitors 2019 nochmal aufgegriffen hat. Insgesamt haben wir momentan 106 Vollzeitstellen besetzt. Das entspricht 133 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit sind wir seit geraumer Zeit so stark aufgestellt, wie wir es bisher noch nicht erreicht hatten. Das führt auch dazu, dass wir kurzfristige Nachfragepeaks beispielsweise im Rahmen der Corona-Beratungen sehr gut abdecken können. So hatten wir im März diesen Jahres rund 20.000 Beratungen gezählt, ein Großteil davon Corona, und es ist uns hier gelungen, mit den Beraterinnen und Beratern kurzfristig dieses Angebot anbieten zu können. Das heißt, wir konnten die Leistung, die Beratungsleistung hochskalieren. Und das zeigt auch, dass wir in der Lage sind, diese Beratungsanzahl dauerhaft zu leisten. Das heißt, bei einer entsprechenden Beratungsnachfrage sind wir momentan so aufgestellt, dass wir bis zu 20.000 Beratungen im Monat absolvieren können. Wenn man das hochrechnen würde aufs Jahr, dann kommen wir eben auf eine Größenordnung von möglichen rund 240.000 Beratungen. In den ersten 5 Monaten dieses Jahres haben wir rund 75.000 Beratungen gezählt, werden uns damit also auf einem Niveau, wenn sich das fortentwickelt, über dem bisher stärksten Jahr, dem Jahr 2017, bewegen. Wir sehen in den Themen momentan gewisse Verschiebungen, gerade im Rahmen der Corona-Beratung. Wir hatten sehr, sehr hohe Nachfrage nach medizinischen Themen. Das verschiebt sich momentan immer weiter in Richtung der sozialrechtlichen Themen. Insgesamt nehmen die Beratungen zu Corona ab. Das können wir feststellen. Dafür rücken die anderen Themen wieder in den Mittelpunkt. Auch dieses Jahr, im Jahr 2020, spielen Beratungen zum Krankengeld und zum Thema Widersprüche eine sehr große Rolle. Abschließend vielleicht noch ein Blick auf die Zahlen der Erreichbarkeit. Das heißt, wie gut sind wir erreichbar? Dort haben wir in den Monaten Mai und April eine Erreichbarkeit von über 95%. Das heißt, nahezu jeder Ratsuchende, der uns angerufen hat, konnte beraten werden. Was wir leider im Rahmen der Corona-Situation temporär schließen mussten, sind unsere Vor-Ort-Beratungsstellen und die OPD-Beratungsmobile, weil wir hier aufgrund der allgemeinen Situation keine persönlichen Beratungen anbieten können. Wir planen momentan, diese Beratungen wieder zum Sommer schrittweise auszudehnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Helling-Pla von der Fraktion der FDP. Jawohl. Ich würde gerne den Verband der privaten Krankenversicherung e.V., Frau Wernicke, fragen, hätte eine wie im Antrag geforderte Beauftragung der Patientenorganisation nach 140f SGB V aus Ihrer Sicht eine positive Auswirkung auf die Qualität der Beratung? Warum oder warum nicht? Also wenn Sie begründen würden, das wäre nett. Danke. Frau Wernicke. Jetzt ist das Mikrofon an. Vielen Dank für die Frage.
Die Auffassung einiger Sachverständige, dass nur Betroffene eine fachlich hervorragende und unabhängige Beratung anderer Betroffener bieten können, teile ich ausdrücklich nicht. Vergegenwärtigen müssen wir uns vielleicht auch die Ausgangsbedingungen. Wir leben in einer Industriegesellschaft mit 80 Millionen Einwohnern und haben ein hochkomplexes Gesundheitssystem. Insofern muss ich im Sinne der Ausdifferenzierung der Systeme davon ausgehen, dass es professionelle Anbieter gibt, die die Aufgabe erfüllen können. Und dass in einem Wettbewerb, nämlich der europaweiten Ausschreibung, das beste Angebot zum Zuge kommt. Das Beste mit Blick auf die Beratung und die organisatorische Umsetzung. Die Evaluation gibt dem Beirat Hinweise auf Verbesserungspotenzial und der Beirat selbst formuliert weitere Anforderungen an eine hohe Beratungsqualität. Gerade an dieser Stelle wurde die Arbeit der OPD in den vergangenen Jahren erheblich professionalisiert. Wir haben da ja bereits zu etwas gehört. Wenn jetzt angemerkt würde, dass dies auch ein anderer Anbieter könnte, dieser andere Anbieter hätte die Chance gehabt, ein entsprechendes Angebot abzugeben. Das vorgelegte Angebot in Toto hat aber leider nicht ausgereicht, um den Zuschlag zu erhalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Weinberg von der Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Bornes. Und da würde ich gerne fragen, ob Sie ausführen können, warum Sie einer Verstetigung der UPD, eine turnusgemäße Ausschreibung, unbedingt vorziehen würden. Und könnten Sie auch erläutern, warum diese Beauftragung keinesfalls bei dem jetzigen Träger bleiben sollte? Herr Bornes. Ja, vielen Dank für die Frage. Mein Name ist Gregor Bornes. Ich bin Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft der Patientinnenstellen und Initiativen. Das ist eine der maßgeblichen Patientenorganisationen, die unter anderem im gemeinsamen Bundesausschuss tätig ist. Außerdem war ich früher auch mal selbst tätig innerhalb der UPD als Experte für zahnmedizinische Patientenfragen. Zu Ihrer Frage. Ich denke mal, man kann gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Berichterstattung sehr deutlich sehen, dass eine Fortführung der jetzigen UPD nicht sinnvoll ist. Ich denke, man kann das an zwei Stellen festmachen. Das eine ist, wie zum Beispiel in dem Deutschen Ärzteblatt heute von heute zu entnehmen ist, dass erhebliche Mengen an Geld, bis zu 30% der Fördermittel, in Richtung der Sanvatis AG fließen und es nicht so richtig klar ist, was für eine Leistung dafür denn abgeliefert wird. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, dass man ja erkennen kann, dass auch wenn jetzt hier von anderer Seite die Beratungszahlen gelobt werden, dass aber dauerhaft die UPD offensichtlich nicht so stark nachgefragt wird wie die in alter Trägerschaft. Und das hat mit Sicherheit ganz erheblich mit zwei Dingen zu tun. Das eine ist die Trägerschaft an sich und das Misstrauen gegenüber einem Anbieter, der ganz nah an der Pharmaindustrie gebaut ist, das weckt einfach Misstrauen. Und das andere ist die fehlende Präsenz in der Fläche, die übrigens nicht nur dafür zuständig ist, dass Beratung vor Ort auch persönlich in Anspruch genommen werden kann, niedrigschwellig, sondern sie führt auch dazu, dass die UPD vor Ort ein Gesicht hat und darüber ganz erheblich besser bekannt werden könnte. Was die Frage der Verstetigung angeht, würde ich sehr gerne die Argumente aufgreifen, die hier schon genannt worden sind. Die eine erneute Ausschreibung führt zu neuen Angeboten. Das ist aber eben das Gegenteil von Qualität in einer Kontinuität, weil in dem Moment, wo Sie eine Organisation neu aufbauen müssen, müssen Sie Wissen, Personal, Erfahrung und so weiter ebenfalls aufbauen. Insofern ist für eine Verstetigung gibt sicherlich eine ganze Menge Gründe und es sollte aus meiner Sicht unbedingt für eine Lösung gerungen werden, die die jetzigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der UPD, deren Kompetenz wir sicherlich jetzt ja auch in den nächsten 2,5 Jahren noch weiterentwickeln können, hält oder übernimmt, aber eben in Form einer Struktur, die, sagen wir mal, deutlich ein besseres Renommee hat, die also besser geeignet ist, Vertrauen zu entwickeln und darauf aufbauend dann eben auch nochmal eine ganz erweiterte Qualität bieten kann, was die Inhalte der Beratung angeht. Letzter Punkt noch, ganz wichtig ist für die Neuaufstellung der UPD, dass die Finanzierung ganz weit weg vom GKV-Spitzenverband organisiert werden muss. Hier ist ganz klar,
dass schon allein über die Ausschreibungen so ein erheblicher Einfluss auf die Beratungsinhalte und die Art und Weise der Umsetzung gemacht wird. Herr Heimer hatte das ja auch sehr deutlich gemacht in seinem Beitrag, dass hier dieser Einfluss unbedingt eliminiert werden muss. Es muss ein Anbieter her oder eine Finanzierungsform hier her, die Einflüsse eines Players im Gesundheitswesen oder aller Player im Gesundheitswesen ausschließt. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Kleinschmeik von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Danke schön. Wir als Fraktion haben ja von Anfang an die Vergabe an den privaten Anbieter sehr, sehr kritisch gesehen und dies auch mit vielen, vielen Initiativen kritisch begleitet. Jetzt hat ja auch der Bundesrechnungshof in seinem Gutachten, was gestern über die Presse ja bekannt geworden ist, erhebliche Mängel festgestellt, sowohl was die Zielgenauigkeit der Verausgabung der Mittel angeht, als auch das Erreichen der verschiedenen Bieterziele, die genannt worden sind. Vor diesem Hintergrund frage ich den Einzelsachverständigen Dr. Stefan Edgeton, welche Bedeutung messen Sie einer stärkeren Institutionalisierung der Patientenberatung bei, um der unabhängigen Patientenberatung einen verlässlichen Ort zu verleihen? Und wie bewerten Sie diesbezüglich den Vorschlag eines Stiftungsmodells, das ja auch durch den Bundesrechnungshof ins Gespräch gebracht wurde? Herr Dr. Edgerton. Ja, vielen Dank, Frau Kleinschmeik, für die Frage. Ich denke, dass eine Institutionalisierung schon mit dem Übergang in die Regelförderung 2011 sinnvoll gewesen wäre. Man kann ja sagen, in der Modellphase ist es durchaus sinnvoll, auszuschreiben und auch verschiedene Optionen auszuprobieren, auch zu entwickeln, wie funktioniert eigentlich Patientenberatung. Das ist aber in zwei Modellphasen relativ gut geschehen. Man ist dann in die Regelförderung in derselben Konstellation, Trägerkonstellation hineingegangen 2011 wie in der zweiten Modellphase. Das war auch insofern sinnvoll, weil man sozusagen erfahrene Träger hatte und man hat aber nicht die Regelförderung dazu benutzt, um eine institutionelle Neuaufstellung zu wagen. Man hat die Patientenberatung weiterhin an den GKV-Spitzenverband gebunden. Das ist ein Glaubwürdigkeitsproblem. Das ist ein Stück weit geheilt worden, sage ich jetzt mal, durch die Wahl der damaligen Träger. Die haben praktisch ihre Glaubwürdigkeit als Patienten- und Verbraucherorganisation mitgebracht und auf das Modell übertragen, auf den nächsten Förderzyklus 2011 bis 2015, der ja auch wissenschaftlich begleitet wurde und in dem auch nochmal die Patientenberatung an Professionalität gewonnen hat. Da wäre eigentlich die ideale Konstellation gewesen, um zu sagen, so, das verstetigen wir jetzt, dieses Modell. Genau das ist aber nicht passiert, sondern man hat wieder neu ausgeschrieben und aus dem Webfehler, wie ich das bezeichnet habe in meiner Stellungnahme zum 65b, ist letztlich ein veritables Strukturproblem geworden. Während die Träger in dieser ganzen Phase eine erhebliche Lernkurve auch hinsichtlich der fachlichen Beratung, aber auch ihrer institutionellen Anforderungen durchgeführt haben, muss man sagen, ist die Lernkurve bei den Akteuren in Politik und Selbstverwaltung eher schmal gewesen. Das heißt, die ganze Frage der Governance, der Struktur, da hat sich letztlich nichts verändert. Und man hätte doch aus diesen ersten Phasen doch den Schluss ziehen müssen, dass eine Anbindung an die Zivilgesellschaft, also Patienten- und Verbraucherorganisationen in dem Fall, wirklich die ideale Konstellation ist. Denn unabhängige Patientenberatung ist weder eine staatliche Aufgabe, noch eine Aufgabe, die man über ein europäisches Vergabeverfahren jetzt dem Wettbewerb und kommerziellen Interessen überlassen dürfte. Von daher halte ich tatsächlich so eine subsidiäre Struktur, wie jetzt auch der Bundesrechnungshof sie vorgeschlagen hat, in Form einer Stiftung wirklich für sinnvoll. Das könnte eine Stiftung des Bundes und eventuell auch der Länder sein. So eine Stiftung schafft zum einen strukturelle Verlässlichkeit, bietet auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, Zivilgesellschaft einzubinden, zum Beispiel die Patienten- und Verbraucherorganisationen. Es wäre jedenfalls wichtig, dass die Politik jetzt diesen Schritt geht, noch bevor das neue Vergabeverfahren eröffnet wird. Vielleicht eine Bemerkung noch zum Bericht des Bundesrechnungshofes. Ich halte es nicht für ideal, die Patientenberatung an das IQWiG anzubinden, weil man dann das Ganze in der gemeinsamen Selbstverwaltung wieder bei den Akteuren ansiedelt. Deswegen sollte man die Stiftung tatsächlich davon unabhängig bauen und eher die Anbindung an die Verbraucher- und Patientenorganisationen suchen.
Die nächste Frage stellt die SPD-Fraktion, Frau Stamm-Fiebig. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht auch an die Frau Professor Dirks. Ich hätte gern auch von Ihnen gewusst, welche Vorteile für Sie aus Ihrer Sicht dafür sprechen, eine kontinuierliche Finanzierung der UBD durch Steuergelder im Rahmen einer eigens zu diesem Zweck geschaffenen Trägerinstitution. Und wie schätzen Sie in diesem Zusammenhang die bereits schon angesprochene Stiftungslösung ein? Frau Professor Dr. Dirks. Vielen Dank für die Frage, Frau Stamm-Fiebig. Ich denke, insbesondere die Frage der Verstetigung steht ja zunächst mal hier auf dem Prüfstand. Und diese Frage wurde schon von meinen Vorrednern eigentlich beantwortet. Wie lange hat es gedauert im Übergang von der alten zu der jetzigen UPD, bis sich dort die Qualität so weit entwickelt hat, dass man jetzt möglicherweise sagen kann, ja, da sind die an einem guten Punkt angekommen. Wir haben das auch von dem Vertreter der UPD selbst gehört, der ja schon durchaus selbstkritisch auch angesprochen hat, wo es da selbst zurzeit noch, wenn man auf das Thema medizinische Themen geht, zurzeit noch Hindernisse gibt. Das könnte man sicherlich vermeiden, wenn man diesen alle 7 Jahre anstehenden Trägerwechsel, von dem wir ja auch gar nicht genau wissen, wer dann beim nächsten Mal den Zuschlag bekommen würde, möglicherweise eine ganz andere Gruppierung, weil sie auf den ersten Blick besonders gutes Angebot macht, was sich dann hinterher gar nicht realisieren lässt. Ich halte eine Finanzierung unabhängig von der GKV, das habe ich vorhin schon gesagt und das haben andere ja auch schon unterstrichen, für eine vernünftige Lösung. Ich bin überhaupt nicht abgeneigt, über dieses Thema Stiftungsmodell zu sprechen. Ich glaube, wie genau das aussehen müsste, das bedarf noch einiger Diskussion, auch mit der Zivilgesellschaft und anderen Beteiligten. Aber grundsätzlich wäre das eine Lösung, die die Finanzierung eben weg von den Akteuren, die durchaus interessengeleitet dann möglicherweise Einfluss nehmen wollen. Diese Finanzierung wäre etwas, was die Unabhängigkeit und damit auch die Reputation der UPD bei den Patientinnen und Patienten deutlich, deutlich stärken würde. Die nächste Frage stellt die CDU, Michael Henrich. Ich würde meine Frage an den Herrn Heimer von der Prognos AG richten. Sie waren ja zuständig für die Evaluation der Arbeit der UPD und Sie haben im letzten Jahr einen Zwischenbericht vorgelegt. Wie zufrieden waren die Ratsuchenden mit der Beratungsqualität und der Erreichbarkeit der UBD? Herr Heimer. Ja, vielen Dank. Genau, Sie spielen auf die Nutzerbefragung an. So haben wir das in unserem Zwischenbericht dargelegt. Man muss wissen, diese Nutzerbefragung ist ein Evaluationsinstrument neben anderen, was wir einbringen, um die UBD in ihrer Struktur und in ihrem Prozess und ihrer Beratungsqualität zu untersuchen. Und hier spielt eben diese subjektive Nutzersicht der Ratsuchenden eine zentrale Rolle. Und das haben wir verschiedentlich durchgeführt zu verschiedenen Zeitpunkten. Auch in den früheren Förderphasen gab es Nutzerbefragungen. Und man kann sagen, wie immer sind die Bewertungen sehr gut durch die Ratsuchenden. Das heißt, wir haben sehr hohe Zustimmungswerte in den positiven Antwortbereichen von 90% und mehr, wenn es um die Vollständigkeit, die Verständlichkeit, die Verweise, die aufgezeigten Lösungswege angeht oder betrifft oder auch diese ganzen Kommunikationskompetenzen der Beratenden, die wichtig sind, Verständlichkeit, individuelle Gesprächsführung und so weiter, werden sehr gut bewertet. Die Ratsuchenden würden die UPD wieder in Anspruch nehmen oder würden sie auch weiterempfehlen. Alles das sind positive Merkmale für die subjektive Einschätzung. Das muss man eben dazu sagen. Man muss es richtig einordnen. Das ist kein objektives Maß für die Beratungsqualität, aber gleichwohl natürlich eine notwendige Voraussetzung, dass die Ratsuchenden dort Hilfe finden und die UPD akzeptiert wird. Daneben haben wir eben durch qualitative Instrumente wie Testberatungen oder auch die Analyse von Dokumenten, von Informationstexten, an verschiedenen Zeitpunkten und in verschiedener Hinsicht auch auf Qualitätsmängel hingewiesen. Das muss man einfach mit ins Bild rücken, wenn man die UPD in ihrer jetzigen Bearbeitungsqualität oder Leistungsqualität bewerten will. Dankeschön. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Alexander Kraus von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Krumm wieder.
Herr Professor Franke hatte ja bereits geschildert, wie die UPD vor äußeren Einflüssen geschützt wird. Mich würde interessieren, wie sich das in Ihrer Arbeit widerspiegelt, also dieser Schutz vor einer Beeinflussung von außen. Herr Krumwiede. Vielen Dank für die Frage. Torben Krumwiede, Geschäftsführer der unabhängigen Patientenberatung. Aus unserer Sicht ist der Schutz der Unabhängigkeit, der Neutralität, unabdingbare Voraussetzung für die Arbeit einer Patientenberatung. Die Unabhängigkeit ist bei uns im Beratungsalltag erlebbar und wird durch die Evaluation, durch Prognos, Herr Heimer hat es schon angesprochen, und durch die Arbeit der Auditoren, von Frau Fellermeier ist ja hier mit in der Runde, nachweisbar. Zum einen gibt es seit Bestehen der UPD keine Verstöße gegen diese Neutralität und Unabhängigkeit. Dazu kommen eine Reihe von weiteren Maßnahmen, die diese Neutralität und Unabhängigkeit nochmal praktisch absichern. Das eine ist die Einführung der Auditoren. Die Einführung der Auditoren entstand aus dem Konzept der unabhängigen Patientenberatung, was wir 2014, 2015 entwickelt haben, damit die Beratung einer permanenten Kontrolle unterliegt. Des Weiteren sind es Rahmenparameter. Dazu gehören zum Beispiel Vorgaben für mich als Geschäftsführer der unabhängigen Patientenberatung, aber auch Vorgaben für die Geschäftsführung der Sanvatis als Trägergesellschaft, was die Einflussnahme angeht, die diese ausschließt und diese absolut verhindert, da wir hierfür haftbar wären. Und das möchten wir natürlich nicht. Darüber hinaus, ganz praktisch, ziehen wir aus den Berichten, die uns vorliegen, sowohl aus der Evaluation als auch aus den Auditorenberichten, wertvolle Hinweise. Wir stehen hier in einem regelmäßigen Austausch, leiten Verbesserungsmaßnahmen ab, die dann in der praktischen Arbeit umgesetzt werden. Wir leben hier unser Motto der Transparenz. Das bedeutet, sowohl die Evaluation als auch die Auditoren haben vollständigen Zugriff auf alle Informationen, die gewünscht werden, die benötigt werden. Es finden auch hier Meetings statt, es finden Austauschrunden statt. Und wir sind hier in dem, was wir tun, in dem, wie wir es tun, einfach transparent, weil uns das ganz, ganz wichtig ist, genau diese Neutralität und Unabhängigkeit nach außen auch darzulegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Mattheis von der SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richte ich an Professor Rosenbrock. Sie haben ja auch in Ihrer Stellungnahme die Schaffung einer echten Patientenbank dafür plädiert, unter dem Dach der Zivilgesellschaft. Könnten Sie da Ihre Stellungnahme einfach mal ein Stück weit hier ausführen? Herr Professor Dr. Rosenbrock. Ich vermute, dass Sie das Mikrofon noch aktivieren müssen. Bin ich jetzt zu hören? Bin ich jetzt? Ja. Okay, vielen Dank. Also Frau Abgeordnete, für die Frage spricht Rolf Rosenbrock als Einzelsachverständiger. Wir haben ja sozusagen drei Blöcke im System der Krankenversorgung. Wir haben die Leistungserbringer, wir haben die Kranken-GKV und TKV als Finanziers. Und wir haben die Leistungsempfänger, die Leistungsnachfrager, sozusagen die Patientinnen und Patienten. Und worauf es ankommt, ist da wirklich Interessenklarheit zu schaffen. Und auch nur Institutionen, die interessenklar organisiert und positioniert sind, werden das Vertrauen gewinnen, was sie brauchen. Wenn die UPD heute 120.000 Beratungen pro Jahr macht, dann ist das ja gemessen an 70, 80 Millionen Versicherten eigentlich kein vorzeigbares Ergebnis. Und wenn auch diese Ratsuchenden zufrieden sind, wie Herr Krumm, wie gesagt, ist das schön, aber es sind eben nur 120.000. Das heißt, wir brauchen eine ganz andere Aufstellung dieser unabhängigen Funktionen im Krankenversorgungsgeschehen. Und da gibt es eben eine Reihe Institutionen, die eigentlich auf der Patientenseite von vornherein stehen. Das ist neben der UPD natürlich auch die gesamte Selbsthilfestruktur mit SEKIS und so weiter. Dann ist es im Grunde genommen auch die weißen Listen, die den Patienten Hilfe bieten sollen, gute Leistungsanbieter zu finden und natürlich auch die gesamten Vertreterinnen und Vertreter im GBA und in den Landesgremien. Und das ist aus meiner Sicht das, was sozusagen die Patientenbank darstellt. Und ich fände es in der Perspektive eine sehr gute Lösung, die in einer wirklich aus öffentlichen Mitteln finanzierten unabhängigen Stiftung zusammenzufassen, um auch im Krankenversorgungssystem so die Patientinnen und Patienten mit einer gemeinsamen Stimme auszustatten. Es nützt ja nichts, sozusagen jetzt die UPD kurzfristig irgendwie neu zu organisieren und die Gesamtstrukturentwicklung außer
Betracht zu lassen. Die Gesamtstrukturentwicklung sollte, da bin ich mir mit eigentlich allen Gesundheitssystemforschern in Deutschland und im Ausland einig, sozusagen darauf gehen, interessenklar die Patientenbank zu organisieren. Dann hätten wir diese ganzen Debatten nicht. Ist die UPD heute wirklich unabhängig oder ist sie nicht unabhängig? Ist das hinreichend abgesichert? Alle diese Debatten würden sich qua Institutionalisierung erübrigen und man hätte dadurch auch von vornherein einen sehr viel höheren Vertrauenssockel, auf dem man bauen könnte. Und man hätte natürlich auch eine wesentlich bessere Koordination innerhalb der Szenen der Patienten. Insoweit bin ich der Meinung, dass es eben jetzt schnell was geregelt werden muss vor der nächsten Ausschreibung und jede Regelung im Auge haben sollte, dass sie kompatibel ist mit einer perspektivisch zu schaffenden großen Patientenbank in einer Art Stiftung der Patientinnen und Patienten. Dankeschön. Die nächste Frage stellt Herr Schneider von der AfD-Fraktion. Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richte ich an Herrn Dr. Edgeton von der Bertelsmann-Stiftung. Welche verfassungsrechtlichen Bedenken gibt es gegen die derzeitige Organisationsstruktur der unabhängigen Patientenberatung und welche Lösungsmöglichkeiten sehen Sie dort? Herr Dr. Edgeton. Ja, vielen Dank für die Frage. Gegen die gegenwärtige Struktur sehe ich ehrlich gesagt keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Natürlich kann der Bund entscheiden, den GKV-Spitzenverband zu beauftragen, immer wieder die UPD auszuschreiben. Nur dann komme ich eben genau in dieses Hamsterrad, dass alle 5 oder alle 7 Jahre Strukturen abgebaut und wieder neu aufgebaut werden muss. Das verfassungsrechtliche Problem entsteht eher mit dem Anspruch an Verstetigung. Da entsteht dann nämlich die Frage, ich bin kein Jurist, kein Verfassungsrechtler, aber aus meiner Erfahrung entsteht dann die Frage, warum ist der Bund zuständig, eine dauerhafte Struktur zu finanzieren, die ja auch ihre Auswirkungen dann auf Landesebene haben muss. Das ist jedenfalls mein Ansatz bei einer unabhängigen Patientenberatung, die muss auch regional vertreten sein. Also das müsste etwas sein, was zumindest zwischen Bund und Ländern gemeinsam durchgeführt wird. Und mit der Verstetigung müsste dann auch neben der Bundeszuständigkeit auch geklärt werden, in welcher Struktur kann er das machen, wenn er nicht selber wieder nur Modellförderung, wie das auf Bundesebene üblich ist, machen will, muss er institutionell fördern, muss er eine eigene Institution schaffen. Und da bietet sich eben so etwas wie eine Stiftung an. Es gibt, Ihre Fraktion hat das ja mal abgefragt bei der Bundesregierung, insgesamt 104 Stiftungen, an denen der Bund in der einen oder anderen Weise finanziell und sonst beteiligt ist. Das heißt, die Möglichkeit gibt es durchaus, hier eine Aufgabe zu etablieren, die man als gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrnimmt und die in Form einer Stiftung unter Einbindung der Zivilgesellschaft dann entsprechend einzurichten. Dagegen spricht aus meiner Sicht verfassungsrechtlich nichts. Vielen Dank. Nächste Frage stellt Alexander Kraus von der CDU-CSU-Fraktion. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Franke. Die Antragstellerin schlägt ja vor, dass die unabhängige Patientenberatung an Patientenorganisationen angeknüpft wird nach § 140f SGB V. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Herr Professor Dr. Franke. Wir brauchen noch die Stimme. Die kriegen wir übers Mikro. So, jetzt, Entschuldigung. Also, vielen Dank für die Frage. Ich bin kritisch bei dem Vorschlag, diese Verbindung herzustellen, trotz der engagierten Worte, die wir auch heute in der Anhörung gehört haben. Ich liege da im Ausgangspunkt auf der Linie individuelle Betroffenheit und professionelle Beratung sind unterschiedliche Dinge. Die individuelle Betroffenheit der Patientenorganisationen und Patientenverbände, gerade soweit es um einzelne Krankheitsbilder und Erfahrungen geht, sind äußerst wichtig für das gesamte System und müssen auch in das System integriert werden. Aber ob sie eine gute Grundlage für die evidenzbasierte medizinische Beratung für jedermann bieten, bin ich äußerst zweifelhaft. Ich habe die große Sorge bei diesem Konzept der Verbindung von Patientenorganisationen
mit der unabhängigen, professionellen, fachlich neutralen, gegenüber allen Beteiligten nicht gebundenen medizinischen Beratung, dass es Verknüpfungen und Verbindungen gibt, die nicht zusammengehören. Meine persönliche Einschätzung der Lösung, die wir vor der gegenwärtigen hatten, durch die Trägergemeinschaft aus den Gesundheitsläden, der Verbraucherzentrale und dem Sozialverband, ist, dass auch da die jeweiligen Organisationsinteressen relativ stark in das Beratungsgeschäft mit eingeflossen sind. Wenn wir eine neue Lösung oder eine neue Organisationsform suchen, dann kann die nur unabhängig und durch Professionalität gestützt sein. Das muss die Basis sein. Das wäre dann in der Tat der Weg, der am ehesten in Richtung Krieg führen würde, mit den Einschränkungen GKV-abhängig. Ich möchte noch einen Punkt sagen, ich darf zu dem Lernverlust und Lerngewinn durch den Betreiberwechsel. Richtig ist, von allen unbestritten, dass ein Betreiberwechsel Lernerfahrungen kostet, Verluste mit sich bringt. Aber die Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, dass es zum Beispiel bestimmte Obergrenzen gibt, die in der Nachfrage schwer zu überschreiten sind, außer durch enorme Werbekampagnen, die auch nicht zu erreichen sind dadurch, dass man hochpersonalintensiv in den Raum geht, sind außerordentlich neu und bisher so in der Schärfe zwischen dem, was als objektiver und andererseits subjektiver Bedarf genannt wird, bestehen. Der GKV-Spitzenverband mag kein Träger sein, der jedermann gut aussieht oder schmeckt. Eine Abhängigkeit vom GKV-Spitzenverband bei der Steuerung dieses Projekts habe ich nicht feststellen können. Die letzte Entscheidung ist wesentlich durch den Beirat und den Vorsitzenden Patientenbeauftragten der Bundesregierung gegangen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Helling-Plaa von der FDP-Fraktion. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an den GKV-Spitzenverband, Frau Dr. Köcking. Im Antrag wird die Aussage getätigt, dass die Angebote und die Inanspruchnahme der UPD trotz der erhöhten Fördermittel geringer als bei der UPD unter der vorherigen Trägerschaft durch Patientenorganisationen seien. Die Rede ist auch von einem Vertrauensverlust in der Bevölkerung. Entspricht diese Beschreibung den Kenntnissen Ihres Verbandes? Warum nicht? Um Erläuterung bitten. Frau Dr. Köcking. Ja, vielen Dank für die Frage. Monika Köcking, GKV Spitzenverband. Also die Frage nach den Beratungszahlen wurde eben ja schon auch von Herrn Heimer und auch von Herrn Kuhle ein bisschen beantwortet. Im Vergleich zu der Vorperiode, zu der Vorvergabeperiode, haben wir eine Steigerung der Beratungszahlen. Insbesondere liegt das natürlich auch daran, dass die jetzige UPD erheblich stärker telefonische Beratungsangebote macht und dadurch auch und die Erreichbarkeit auch sicherstellt. Das wurde eben auch schon dargestellt, bis zu 95%, aber in Corona-Zeiten ist eine sehr gute Erreichbarkeit. Von daher ist dieser Vorwurf für mich nicht nachvollziehbar. Ein Vertrauensverlust bezogen auf die Leute, die dort bei der UPD Beratung suchen. Da kann man aus den Prognoseunterlagen ja durchaus entnehmen, dass die Leute, die dort Beratung gesucht haben, auch sehr zufrieden oder zufrieden und dass auch über 90% mit dem Beratungsangebot der UPD waren. Jetzt kann man zwar kritisch sagen, das sind nur die, die schon Vertrauen haben, deswegen gehen sie hin und lassen sich beraten und andere tun das gar nicht erst. Aber wir haben keine Hinweise darauf, dass da gezielt in der Bevölkerung ein Vertrauensverlust entstanden ist. Dieser Vertrauensverlust wird eher durch die politische Diskussion befördert, wenn immer wieder behauptet wird, dass die Unabhängigkeit gefährdet ist. Und solange das nur auf der Behauptungsebene ist, da entsteht dann natürlich Vertrauensverlust. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Weinberg von der Fraktion Die Linke.
Ja, meine Frage richtet sich an Herrn Professor Gehne. Sie sind ja als Vertreter von Patientenorganisationen auch im Beirat der UPD. Mich würde mal interessieren, bei dem Trägerwechsel insgesamt, welche Auswirkungen hatte der Trägerwechsel hin zu Sonvatis der UPD strukturell auf die Patientenvertretung in der gemeinsamen Selbstverwaltung aus Ihrer Sicht und damit auf die Gestaltung der Kassenleistungen? Herr Professor Dr. Gehne. Ja, vielen Dank, Herr Weinberg. Ich hoffe, ich bin zu verstehen. Ja? Ja. Ja gut, vielen Dank. Sie fragen nach den Auswirkungen. Die Auswirkungen waren natürlich eklatant, nicht nur für die Strukturen der Patientenorganisationen in der gemeinsamen Selbstverwaltung, sondern darüber hinaus natürlich auch in allen Ländern, in der ganzen Regionalität. Denn diese gesamte Struktur ist eben durch den Trägerwechsel weggebrochen. Und das war im hohen Maße bedauerlich, weil ja auch in den einzelnen Bundesländern sehr viele Unterstützungsstrukturen da waren, auch Rückmeldungen innerhalb des Gesundheitssystems, also gerade die seismografische Funktion der unabhängigen Patientenberatung konnten durch die Beratungsstellen vor Ort sehr gut geleistet werden. Die waren auch aktiv in den Gesundheitskonferenzen und konnten natürlich auch ihrerseits die Patientenorganisationen auch wiederum rückspiegeln. Und dabei auch nochmal ein wichtiger Hinweis, die Patientenorganisationen sind natürlich mitnichten nur Betroffenenverbände, sondern sie sind gleichermaßen Betroffenen- und Beraterverbände, die sich in einem sehr hohen Ausmaß professionalisiert haben. Und der 140F ist ja auch Ausdruck davon, sozusagen ein ganz wichtiges Element auch dieser gesundheitspolitischen Reformbewegung, Patientenrechte zu stärken. Und die haben eben durch die Streichung oder durch die Neuverteilung, also dass das entzogen worden ist, eben ganz substanziell darunter gelitten, dass diese große professionelle Struktur der Vermittlung an die konkrete Beratungstätigkeit und die seismografische Funktion darüber geschwächt wurden. Also wie gesagt, sowohl auf der Bundesebene, das sieht man ja auch daran, dass heute eben die Berichte deutlich weniger an Schärfe und Differenziertheit ausweisen, als es in der Vergangenheit war, noch in der Regionalität. Und wichtig ist mir dabei vor allem auch darauf hinzuweisen, dass es auch unmittelbar diese Entprofessionalisierung der Patiententätigkeit auch auf dem Bereich der Patientenberatung zu massiven Qualitätseinbußen in der konkreten Beratung geführt hat. Und ich möchte da kurz nochmal darauf verweisen, dass wir Ende 2018 im Beirat ein dezidiertes Schreiben gemacht haben, in dem wir darauf hingewiesen haben, welche eklatante Qualitätsmängel vorliegen. Auch Professor Franke hat das mitgezeichnet. Da wird eben darauf verwiesen, dass grundsätzlich der Bereich der Vorsorge beispielsweise falsch erwähnt wird, dass die IGEL-Leistungen falsch erwähnt werden und falsch dargestellt werden. Und der Hintergrund ist eben, dass die neue UPD nicht mehr wie zuvor die IQWiG-Datenbank genutzt hat, sondern jetzt die Sanvatis hauseigene Datenbank als Informationsquelle. Und da kann ich nicht zustimmen, dass es hier keine Probleme mit der Unabhängigkeit und Neutralität gibt. Doch, die gibt es. Denn es wurden die bisherigen Qualitätsbasisinformationen des IQWiGs, mit denen die alte UPD zusammengearbeitet hat, ausgetauscht durch die Sanvatis eigenen Textbausteine. Das mussten wir jetzt alles mühsam zurückholen und ab dem Jahr 2020 wird endlich wieder die Gesundheitsinformation des IQWiG genutzt. Das ist also ein eklatanter Qualitätsverlust über 5 Jahre, der sich im Übrigen auch, Herr Heimer kann das sicher bestätigen, darin niederschlägt, dass auch die Hidden Client-Befragungen nach der Qualität der Beratungsleistung eklatante Defizite ausgewiesen haben. Teilweise waren über ein Drittel der Informationen teilweise falsch, die gegeben wurden. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt zusätzlich zur Information. Also es ist gerade umgekehrt. Es hat eine Deprofessionalisierung stattgefunden, deswegen, weil die Patientenverbände nicht mehr unmittelbar in der Trägerschaft beteiligt waren. Und dieses sollte aus Sicht der Erfahrung, die ich aus den letzten 10 Jahren Beiratstätigkeit einbringen kann, unbedingt wieder geändert werden. Danke. Die nächste Frage stellt Karin Mark von der CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den GKV-Spitzenverband, Frau Dr. Kücking. Und mir geht es um die Ausschreibung und Vergabe der UPD-Fördermittel. Der GKV-Spitzenverband bereitet ja diese Vergabe vor. Könnten Sie uns kurz die Hintergründe der Vergabe im Jahr 2015 erläutern? Frau Dr. Kücking. Ja, Monika Kücking, GKV-Spitzenverband, das mache ich sehr gerne. Wir agieren auf der Grundlage, auf einer gesetzlichen Grundlage, der hier schon mehrfach zitierte Paragraph 65b SGB 5. Und in dem ist geregelt ganz klar, dass wir
ein Verfahren aufsetzen müssen, das eine Ausschreibung vorsieht. Das haben wir in Form einer europaweiten Ausschreibung umgesetzt. Wir haben dann nicht im Rahmen der Ausschreibung wurde zuvor eine Leistungsbeschreibung erstellt. Diese Leistungsbeschreibung wurde in dem wissenschaftlichen Beirat diskutiert und auch mit dem Patientenbeauftragten zusammen diskutiert. Und das Ergebnis dieser Diskussion wurde dann als Leistungsbeschreibung für die neue OPD ausgeschrieben. Diese Ausschreibung hat dann verschiedene Bewerber zur Folge gehabt, verschiedene Bieter zur Folge gehabt. Darunter die alten Bieter, die vorher schon die OPD betrieben haben und auch zum Beispiel auch St. Gartus, und es gab noch weitere Bieter. Wir haben uns dann wiederum im Beirat und gemeinsam mit dem damaligen Patientenbeauftragten die Angebote angeschaut und haben gemeinsam auch eine Bewertung vorgenommen, welche Punkte sind denn jetzt, nachdem wir die Leistungsbeschreibung nämlich modifiziert haben, zum Beispiel, dass die telefonische Erreichbarkeit erhöht werden muss, dass auch die regionale Erreichbarkeit vorhanden sein soll. Beispielsweise diese Punkte ganz besonders, aber alle, die in den Anforderungskatalog waren, angeschaut und gemeinsam bewertet. Und im Ergebnis, und das war eine rein fachlich-sachliche Bewertung der Angebote, war das Ergebnis, dass die St. Vartis das beste Angebot vorgelegt hat. Im Nachgang, das ist ja auch ein übliches rechtssicheres Verfahren, können unterlegene Bieter die Vergabekammer anrufen und diese Vergabeentscheidung überprüfen lassen. Das ist durch einen Bieter geschehen. Die Vergabekammer hat sich nochmal dezidiert mit dem ganzen Prozess beschäftigt und hat explizit erkannt, dass das Verfahren sauber, formal sauber und nicht zu beanstanden ist. Und deswegen ist unsere Vergabeentscheidung dadurch quasi auch nochmal bekräftigt worden. Was mir wichtig ist zu sagen, wir haben gehandelt auf der gesetzlichen Grundlage, die da ist, und das versucht so umzusetzen, dass wir möglichst gute Ergebnisse erzielen. Und natürlich in der Umsetzung, das war in der alten OPD so und das war dann natürlich auch in der neuen OPD so, es gibt immer Punkte, wo man sich verbessern kann. Und wichtig ist, dass das auch in Angriff genommen wird. Und da habe ich bei der aktuellen OPD die Sicherheit, dass das geschieht. Sie haben da viele Beispiele geliefert, IQWiG und so weiter. Das hat alles ist ein Lernprozess und der findet hier aber statt. Und das finde ich hilfreich. Danke. Vielen Dank. Wir sind am Ende unserer Anhörung angekommen. Wir haben sicherlich viele Informationen, Eindrücke sammeln können, um sie entsprechend dann intern zu bewerten. Ich wünsche allen noch einen angenehmen Nachmittag. Ich hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen hier bleiben, weil in 20 Minuten die nächste Anhörung startet. Und wünsche allen, schließe die Anhörung und wünsche den Sachverständigen alles Gute.